herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute einen Fashion Haul. Ich habe auch schon lange kein Fashion Haul mehr gedreht, deswegen ist es jetzt an der Zeit, euch endlich mal wieder ein paar Klamotten zu zeigen, weil auch mein Stil hat sich so ein bisschen verändert. Also wenn ich mir die letzten Hauls anschaue, dann denke ich mir, oh mein Gott, was hast du dir da bestellt? Auf jeden Fall hat mich ein sehr, sehr großzügiges Paket von Mark One erreicht. Ich habe schon öfters mit denen zusammengearbeitet und diesmal war es ein sehr, sehr großzügiges Paket, sodass ich gesagt habe, wir können doch einen Haul draus machen. Alle Infos zu dem Online-Shop verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox. Da könnt ihr dann gerne mal reinschauen, könnt euch auch die Seite mal anschauen. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir fangen jetzt an. Ich zeige die Sachen euch natürlich auch getragen, weil sonst kann man sich es immer ein bisschen schwer vorstellen. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt und dann geht es auch schon los. Das erste Teil von Mark One Fashion ist eine Bomberjacke. Also die haben wirklich viele Bomberjacken. Ich werde euch alles, was ich jetzt hier habe, werde ich euch in der Infobox verlinken, weil die haben wirklich verschiedene Modelle von Bomberjacken. Goldene Reißverschlüsse, die Details. Sie ist mir ein bisschen groß, also ich sehe ein bisschen breit damit aus, aber für den Sommer hier in Deutschland ist sie sogar da schon ein bisschen zu warm. Aber ich liebe sie, die Farbe ist richtig, richtig schön. Ich finde, es gibt schwieriges Khaki, aber das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe. Das ist doch die gleiche dann auch schon in Schwarz. Die fühlt sich ein bisschen weicher an, habe ich das Gefühl, also außen vom Stoff. Aber es ist auch mega, mega schön, innen eben komplett schwarz. Und ja, ich find diese Jacken einfach so mega. Oh mein Gott, oh Gott. Ja, ich habe echt ein Jackenproblem langsam. Also ich weiß gar nicht mehr, wo ich die ganzen Jacken hinhängen soll, aber ist ja auch egal. Weiter mit einem Stricktanktop. Und zwar ist es so ein bisschen weiter geschnitten. Das ist in der Größe SM. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich habe mich für dieses Beige Schlamm entschieden. Ich hätte mir gewünscht, dass es, weil es ist ziemlich lange, ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen weiter sitzt, aber auch die Qualität ist hier wieder wirklich gut. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr hübsch und vielleicht trage ich es dann eher mit einem Gürtel, weil es eben nicht ganz so weit geschnitten ist. Dann komme ich zu einem grauen Top. Das ist, ja, man kann sagen, dass es meliert ist. Das ist nämlich ganz schön meliert. Aber ich mag die Farbe richtig gern. Das ist mal irgendwie was anderes. Zudem ist es unten so asymmetrisch geschnitten und das finde ich richtig, richtig schön. Ich finde, es sitzt ganz gut und ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr hübsches Teil. Auch mit so einer großen Kette liebe ich einfach so graue T-Shirts mit so großen Ketten, silberne große Ketten. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, das ist das Teil, das ich auch sehr, sehr liebe. Dann geht es weiter mit einem Jumpsuit. Und zwar ist der hier so ein bisschen gerafft, dass er eben an der Hüfte so ein bisschen enger sitzt. Und er ist nicht lang, er ist so ein bisschen kürzer und hat an den Seiten so Schlitze. Also es ist wirklich, wirklich ein außergewöhnlicher und schöner Jumpsuit. Ich könnte mir vorstellen, das auch lieber mit einem Gürtel zu tragen. Ich finde das immer ganz hübsch mit einem Gürtel. Und ja, also der Stoff ist auch mega weich, sehr bequem. Ich habe ihn noch nicht so genau angeschaut, dass ich sagen kann, ob er durchsichtig ist oder nicht. Aber wir schauen dann mal. Nee. Also das ist jetzt der in Schwarz. Den gibt es auch noch in anderen Farben, aber in Schwarz wird er auf jeden Fall nicht durchsichtig sein. Ja, ist ein hübsches Teil. Dann komme ich jetzt zu einem Top, wo ich sage, die Farbe ist nicht ganz so mein Ding. Ich hätte gehofft, dass die Farbe mehr so in das Khaki geht. Aber ich muss mal schauen, wie ich das kombinieren kann. Auf jeden Fall ist das ein Top, das sehr, sehr lang geschnitten ist. Für mich sogar, glaube ich, ein bisschen zu lang. Zudem man es ja nicht wirklich als Kleid tragen kann, weil es einfach hinten offen ist und eigentlich nur das Crop-Top dafür da ist, dass man wirklich was Blickdichtes hat. Ich muss mal schauen, wie ich das kombiniere, aber an sich mag ich den Stil ganz gerne. Vielleicht lasse ich es mir auch unten ein bisschen kürzen, damit ich nicht ganz aussehe wie ein Gartenzwerg, weil das ist ja bei meinen 1,58 ja so ein bisschen schwierig. Da kann ich einfach nicht alles tragen.
Aber an sich finde ich den Stil ganz hübsch und das gibt es auch in mehreren Farben. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn ich es in Weiß genommen hätte oder in Schwarz. Aber ja. Und als letztes komme ich zu zwei Must-Haves. Und zwar wurde es Zeit für eine neue Leggings und eine neue Leggings. Das ist einmal eine Leggings in Lederoptik. Ich muss die mal noch probieren. Ich habe es ehrlich gesagt die beiden Leggings noch nicht probiert. Und fühlt sich aber beides auch sehr, sehr angenehm an vom Stoff. Sie sind sehr günstig. Also allgemein die Preisklasse bei Mark One ist wirklich, wirklich gut für den Preis. Ich glaube, diese Jacken kosten 35 Euro, also es ist wirklich gar nichts. Für die Qualität einfach, Preis-Leistung ist wirklich, wirklich, wirklich Bombe. Super, super, super. Und das sage ich nicht, weil ich es zugeschickt bekommen habe. Wenn ich jetzt die Bomberjacken nicht bekommen hätte von Mark One, dann hätte ich sie mir da bestellt, weil sie einfach, ja, die sitzen gut und es ist perfekt. Ja, meine Lieben, das war's mit dem Haul. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und es waren ein paar Produkte dabei, die interessant für euch waren. Wie gesagt, die Qualität ist richtig, richtig gut und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist super. Was ich euch sagen kann, ist, dass der Versand auch sehr, sehr schnell geht. Und ansonsten möchte ich mich noch ganz, ganz herzlich bei Mark One Fashion bedanken für so viele Produkte und für die Zusammenarbeit. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye, bye.